Es gibt immer diesen einen schicksalhaften Tag im Leben eines Kindes, in welchem er sein erstes Mario Kart in die Hände gedrückt bekommt. Bei mir war es Mario Kart Wii und ja, es hat mein Leben zerstört. Wieso eine glückliche Kindheit haben, wenn man auch einfach... Mario Kart Wii ist aber abgesehen davon wirklich ein Spiel, das viel für die Reihe getan hat. Wir reden heute darüber, wie ich persönlich das Spiel aus heutiger Sicht so beurteilen würde. Legen wir los. Mario Kart Wii ist bei uns am 11. April 2000. Scheiß drauf, es gab ein Lenkrad zu dem Spiel. Wisst ihr, was besser ist, als dreimal Brawl zu besitzen? Ich habe drei Wii Wheels. Mario Kart Wii war das erste Mario Kart, das ich in meinem Leben so richtig gespielt habe und es war gottgleich. Als ich damals den Trailer am Fernsehen gesehen habe, wie Mario und Luigi auf unsichtbaren Karts nur mit dem Wii Wheel in der Hand rumfuhren, hatte man mich. Ich wollte genauso sein wie sie. Hab ich erwähnt, dass ich drei von den Dingern habe? Und ja, eins ist fake, ich war kein reiches Kind, okay? Was heutzutage für mich undenkbar ist, war damals der heiße Shit. Ich habe Mario Kart wirklich nur mit Bewegungssteuerung in diesem Lenker gespielt und wenn Freunde mit mir gespielt haben, haben sie von mir auch ein Lenkrad bekommen. Mario Kart Wii ohne Wii Wheel war für mich Haram. Wenn ich heutzutage Mario Kart Wii spiele, greife ich aber tatsächlich zum Nunchuck, weil der Nunchuck ist nice, es gibt nichts besseres als den Nunchuck. Wenn wir das Spiel starten, kommen wir ins Hauptmenü und... Oh mein Gott... Ich habe als Kind den Mario Kart Kanal gar nicht gecheckt. Man konnte voll den coolen Shit machen, zum Beispiel Turniere mit Freunden, allgemein Freunde hinzufügen und anderen Online-Shit. Das ist sehr interessant, da Mario Kart Wii das erste Mario Kart ist, das so richtig online am Start hatte. Klar, Mario Kart DS hatte an sich auch schon Online-Play, aber an Mario Kart Wii ging es erst so richtig los mit dem Schwitzen nach Punkten. Es ist unglaublich, wie hart in Mario Kart Wii getryhardet wurde. Ich als 8-jähriger Hosenscheißer, als das Spiel rausgekommen ist, wurde da wirklich nur zerstört, was im Nachhinein eine durchaus traumatische Kindheitserinnerung ist und konzentriert mich deshalb eher auf den Singleplayer. Dennoch ist krass, was für eine harte Online-Community Mario Kart Wii hatte bzw. immer noch hat. Obwohl der Online-Mode offiziell am 20. Mai 2014 abgeschaltet wurde, halten Spieler aus der Community ihn bis heute mit 9 Servern am Leben, sodass das Spiel weiterhin online gespielt werden kann. Und das 12 Jahre nach dem eigentlichen Release. Aber ist das Spiel wirklich so stark, dass so etwas verdient ist? Gucken wir es uns einfach mal genauer an. Wenn wir in die Charakterauswahl kommen, bemerken wir direkt, wo sind die Schildkröten? Wenn man die Auswahl aus Mario Kart 8 gewohnt ist, kommt man sich hier vor wie in einem Paradies. Klar, die Honigbienenkönigin aus Mario Kart 7 fehlt ein wenig, aber ansonsten haben wir ja wirklich alles, was das Herz begehrt. Funky Kong ist, wenn man mal ein wenig genauer drüber nachdenkt, ein sehr weirder Neuzugang, aber halt einfach ein perfekter Mario Kart Charakter und es ist schade, dass er in den zukünftigen Spielen wieder rausgeworfen wurde. Außerdem war es damals, was man aus heutiger Sicht vielleicht gar nicht denkt, ziemlich besonders, dass Rosalina hier zu sehen war. Mario Galaxy war ja damals noch relativ neu und dass Rosalina hiermit nun offiziell mehrere Auftritte in Mario-Spielen bekommen hat, ist doch ganz nice. Abgesehen von der Tatsache, dass sie als Schwergewicht gelistet wird, das ist irgendwie mega die Beleidigung. Wenn wir eine Wahl getroffen haben, kommen wir fast schon zu der größten Neuerung in dem Spiel. Es gibt Bikes, Junge. Das ist das erste Mario Kart, in dem es was anderes als Karts gibt. Was soll die Scheiße eigentlich? Ist das dein Ernst, Nintendo? Was kommt als nächstes? Mario Kart mit City-Rollern? Und als Bonus gibt es Schienbeinschmerzen, weil die da immer gegenknallen? Aber abgesehen davon, dass die Bikes einfach viel cooler sind als öde Karts, hat man einfach einen klaren Vorteil, wenn man mit ihnen fährt. Man konnte nämlich auf geraden Strecken ein Wheelie machen und dadurch einen geringen Turbo-Boost bekommen. Der geringe Turbo-Boost war zwar wirklich ein sehr geringer Turbo-Boost, aber ey, es war immerhin einer und hat den Spielern auf jeden Fall einen Vorteil verschafft. Als Gegenzug konnte man in den Karts einen besseren Boost nach dem Driften bekommen, aber naja, das war jetzt nicht wirklich der Rede wert und ich tendiere deshalb bis heute auf jeden Fall zu den Bikes. Was ich aber auch noch lobend erwähnen möchte, ist, wie cool es hier gemacht wurde, die ganzen Charakter und Fahrzeuge freizuschalten. Für den einen oder anderen ist es eventuell nervig, aber ich finde es sehr nice, dass man hier bestimmte Sachen machen muss, um die Sachen freizuschalten. Das gibt einem so einen gewissen Reiz, das Spiel auch im Singleplayer zu suchten. Man schaltet die meisten Sachen frei, indem man einfach nur die Cups fährt und erster wird, aber ganz crazy wurde es, wenn man die Zeitrennen machen musste. Hier gab es nämlich Geister von Nintendo-Mitarbeitern, die heftig Skill in dem Spiel haben und teilweise wirklich krasse Zeiten rausgehauen haben. Die musste man dann besiegen, um diverse Fahrer und Fahrzeuge freizuschalten, ist auf jeden Fall stark. Wenn wir nun aber im Game sind, würden jetzt viele sagen, dass das Spiel nicht so schön aussieht und ich kann auf jeden Fall verstehen, woher diese Annahme kommt. Auf der Wii wurde allgemein des Öfteren versucht, ein wenig auf Realismus zu gehen und die Farben dementsprechend ein wenig anzupassen. Mario Kart Wii hat irgendwie diesen dumpfen Farbton an sich und die Modelle sehen hier teilweise auch nicht so clean aus, aber ganz ehrlich, mich stört es nicht wirklich. Wäre ja auch langweilig, wenn wirklich jedes Mario Kart gleich aussehen würde. Ich habe es vorhin außerdem schon so ein wenig angeschnitten, aber das Spiel steuert sich echt ziemlich clean. Die Wii-Fernbedienung, Nunchucks, Wii Pro Controller und selbst der GameCube Controller standen hier zur Auswahl, das heißt, man konnte das Spiel wirklich so spielen, wie man wollte. Es spielt sich einfach alles mega smooth. Außerdem gibt es hier wirklich so viele neue Gameplay-Elemente
Elemente, die tatsächlich ein wenig den Skill des Spielers anfordern. Dieses Mario Kart war das erste, in welchem man in der Luft Tricks ausführen konnte, was ja mittlerweile schon so ein wenig zu einem Reflex geworden ist, wenn man Mario Kart spielt. Wenn man ein Mario Kart vor MKW spielt und keine Tricks ausführen kann, fühlt es sich einfach komisch an. Man macht die jetzt halt in der Luft und bekommt einen kleinen Turbo Boost. Ein Turbo Boost bekommt man auch durch die neu eingeführten Halfpipes. Man konnte hier hochfahren und sogar ohne einen Trick in der Luft einen kleinen Turbo Boost bekommen. Die wurden übrigens direkt in Mario Kart 7 wieder entfernt, jedoch erinnert das Design der dort neuen Glide-Panels ein wenig an die Halfpipes. Nintendo dachte sich aber so, jetzt wo es so viele Methoden im Gameplay gibt, die auf Skill basieren, wie könnten wir das wieder ausgleichen? Die Items in dem Spiel sind Bullshit. Es kann wirklich sein, dass man pro Runde 2 bis 3 Mal von einer Blue Shell getroffen wird und dann einfach jemand von hinten mit einem Kugelwilli kommt und zu Unrecht gewinnt. Das ist irgendwie super komisch, dass es gerade hier so ist, da ich finde, dass Mario Kart Wii an sich ein Spiel ist, für das man schon Skill braucht. Jetzt so eine Itemstruktur dort reinzuballern, passt finde ich nicht wirklich und es verschwendet das Potenzial für ein wahres Tryhard Mario Kart. Das Ding ist aber auch, dass ein Mario Kart nie den Anspruch haben sollte, jetzt großartig Skill-based zu sein. Es ist nun mal ein Casual-Spiel und soll halt diesen random Betrug Faktor mit sich bringen. Nur ist es hier ein wenig zu doll, wie ich finde. Neue Items sind hier unter anderem der Powerblock, der eigentlich ziemlich nutzlos ist, da man ihn mit ein wenig Übung easy dodgen kann. Eigentlich soll er aber jedem Spieler, der vor einem ist, eine kleine Panne verpassen. Der Megapilz ist hier auch vorhanden und ich weiß nicht, ob nur ich das bin, aber ich finde den Megapilz, egal wo er auftaucht, immer ein wenig scheiße. In New Super Mario Bros., wo er das erste Mal aufgetaucht ist, hatte man im ersten Level noch diesen Wow, man kann jetzt groß werden Effekt, aber beim zweiten Mal war ich dann direkt gelangweilt von dem Item. In Mario Kart braucht es das nicht wirklich. Wirklich, wie ich finde. Man wird halt für eine kurze Zeit groß und von manchen Sachen unverwundbar. Die Tatsache, dass sich dann aber alles direkt viel schwerer steuert, weil man einfach fucking groß ist, hat mich aber immer davon abgehalten, mich richtig zu freuen, wenn ich mal das Item bekommen habe. Nick schlägt aber die Wolke, wenn es um Items geht, die man nicht will. Während man die Wolke über sich hat, wird man ein wenig schneller, man muss versuchen, einen anderen Spieler zu rammen, um sie weiterzugeben. Tut man das nicht, wird man vom Blitz getroffen und man wird klein. Auch wenn es tendenziell echt oft in die Hose geht, wenn man das Item bekommt, finde ich das Prinzip von der Wolke echt gar nicht mal so schlecht. Es bringt eine gewisse Spannung in die Runden und kann auch ganz lustig sein, wenn man mit Freunden spielt. Reden wir aber endlich über die Strecken, die sind in Mario Kart Wii nämlich legendär, wie ich finde. Es kann sein, dass ich das so finde, weil ich das Spiel wirklich immer und immer wieder gespielt habe, aber die Track-Auswahl ist hier so unfassbar stark. Eine nice Idee ist zum Beispiel Toads Fabrik. Ein kleiner Blick in die Fabrik, wo angeblich die Itemboxen hergestellt werden. Die Strecke ist super und vor allem die Musik ist super. Kokospromenade kann aber nichts schlagen. Ich denke, es ist sogar meine Lieblingsstrecke aus dem Spiel. Man fährt durch eine Mall, es ist super gemacht mit Rolltreppen, Springbrunnen und den ganzen Shit. Wario's Goldmine war als Kind der totale Albtraum für mich, da ich anfangs wirklich überall runtergeflogen bin, aber mittlerweile liebe ich diese Strecke. Es ist einfach unglaublich nice mit den Loren voll mit Gold, die hier rumfahren und den Fledermäusen und einfach alles. Donkey Kong Schikane, der niceste Trackname und ziemlich einzigartig mit dem großen Gebrauch der Halfpipes. Cooper Cup auch mal wieder sehr nice, eine Strecke mit großem Wasserbezug und als Highlight fährt man sogar in einer Röhre unter Wasser lang. Auch wenn aus irgendeinem Grund einfach Cooper Panzer Laserteile in den Röhren sind, ist es einfach super gut gemacht alles. Die Rainbow Road in diesem Spiel auf der anderen Seite ist, naja, immerhin besser als die in Double Dash. Sorry, Hockey. Auch nicht ganz zufrieden bin ich mit den Retro-Strecken in dem Spiel. Man hat es, finde ich, nicht ganz hinbekommen, dass alte Strecken wieder aufgewertet wurden, sondern man weiß immer ganz genau, dass es alte Strecken sind. Es sind überall noch Ecken und Kanten zu sehen und ich befürchte, dass nicht wirklich viel Entwicklungszeit in die Retro-Strecken geflossen sind. Mögen tue ich aber definitiv die Yoshi-Kaskaden und Piazza Delfino, was ja schon meine Lieblingsstrecke in Mario Kart DS war. Im Großen und Ganzen würde ich aber trotzdem sagen, dass Mario Kart Wii das Mario Kart mit den besten neuen Strecken ist und das lässt sich auf jeden Fall auch im Gameplay sehen. Man kann in dem Spiel stundenlang rein tryharden oder aber auch einfach entspannt Spaß mit seinen Freunden haben. Es macht unfassbar viel Laune und hat trotz kleiner Mängel definitiv seinen Erfolg verdient. So Leute, ich hoffe natürlich wie immer, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir unbedingt eure Erfahrungen mit MKW in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren, was ihr so mit dem Spiel so durchgemacht habt. Ihr wisst schon, ob ihr auch Depressionen bekommen habt, ob ihr auch viele Freunde verloren habt und so weiter. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao!